Das verrät Ihnen gleich unsere MoMA-Reporterin. Außerdem haben wir Musik im ARD Morgenmagazin. Giant Rooks, also zumindest der Sänger von Giant Rooks, ist bei uns im ARD Morgenmagazin und kann sagen, wie denn der Rest der Band jetzt am neuen Album tüftelt und warum er raus darf aus dem Proberaum. Es ist unsere Aufgabe, Ihnen Hoffnung ins Wohnzimmer zu streuen, mit solchen Geschichten oder mit anderen. Mit Musik zum Beispiel auch und mit erfolgreicher Musik aus Deutschland. Das ist ja was, was einen immer so ein bisschen freut. Dazu kommen wir später. Genau. Der ist schon so aufgeregt, der freut sich auf die Musik. Ich freue mich schon auf Giant Rooks, genau. Total wichtig, einfach diese Konzerte zu spielen und auch natürlich ein super Gefühl, vor so vielen Leuten zu stehen. Und die Band, die wir heute hier zu Gast haben, ihren Sänger, die haben sich so richtig aufgetankt mit Energie auf den Festivals. Die kommen aus den USA gerade, also eigentlich sind sie aus Hamm in Westfalen und sind aber auf einer großen USA-Tournee gewesen. Dann machen sie jetzt hier ein bisschen Platte. Und da haben dann aber zwischendurch noch und ist jetzt TV-Experte und der hat eine sehr tief, fällt uns auf. Ja, zeigt es uns nochmal, damit man irgendwie auch den Adler nochmal sehen kann. Der Adler, der fällt nichts anders vor. Ne, der ist Maskottchen, der ist da angestellt beim Verein. Der muss der das machen. Der kann nicht Nein sagen. Ja, genau. Okay. Gut, wollten wir ihm gerne zeigen, dass der das schnell ist. Ganz schön schnell und hat den Adler fast. Jetzt geht's nach Hamburg zur Tagesschau. Jens Riewer, schönen guten Morgen. Wir freuen uns drauf. Bis gleich nach Berlin. Dankeschön. Außerdem kümmern wir uns um das Thema, was Hubertus Heil im Kabinett in Berlin heute vorlegen wird. Aus Hartz IV wird das Bürgergeld und was ändert sich außer dem Namen noch? Und wie ist es, mit so wenig Geld auszukommen? Darüber reden wir mit einer Frau, die das kennt. Und es soll ja Hilfen geben der Bundesregierung. Es sind Hilfspakete gepackt worden schon und ein neues ist dazugekommen. Aber was muss man machen, um an das Geld ranzukommen? Fließt es automatisch oder muss man... Schlag gehabt, Rücken ist in Ordnung, aber deshalb sind sie arbeitsunfähig und müssen mit dem Satz, den man auch als Hartz-IV-Empfänger bekommt, nämlich der Arbeitsunfähigkeitsrente und der Grundsicherung auskommen. Was heißt das für Sie, wahrscheinlich wie bei den meisten Menschen am Ende des Monats? Wie gehen Sie dann vor? Im Moment besonders schwer an Verzicht? Und das war jetzt vorbei. Ne? Sie sprechen die Proteste gerade. An Sonntag gehen Sie in Köln auf die Straße. Viele haben hier auf der Couch sitzen würden, sondern in Berlin an so einem Verhandlungstisch. Was würden Sie mit reinbringen in die Verhandlung? Was ist das Wichtigste? Und das muss man irgendwie, finde ich, auch berücksichtigen. Was sagen Sie denen vorm Herd und Schufte? Heike Tove, danke, dass Sie heute Morgen hier sind. Wie es ist, mit wenig Geld auszukommen. Und alles Gute für Sie weiter. Vielen Dank.